So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play World of Warcraft Vanilla Classic 1 bis 60 mit Hild. Ja, mein heutiger Gruß geht an alle PvP-Spieler. Außerdem wünsche ich Sid alles Liebe zum Geburtstag. Der hat heute Geburtstag und wird ganz, ganz furchtbar alt. Auf dass er lange gesund bleibt und keine pusteligen Ausschläge bekommt. Ja. Wir waren hier stehen geblieben, wir waren gerade beim Lehrer, wenn ich das noch richtig weiß. Ist das auch schon ein paar Täckchen her. Jawohl. Und dann wollte ich für Burg Schattenfang die Quests zusammentragen. Lass mich mal schauen. Silberwald müssen wir auch noch sowieso noch hin. Aha, genau, sogar doppelt. Doppelt nach Silberwald. Gut, dann lasst mich mal schauen hier in meinem schlauen Atlas. Nach der Burg Schattenfang. Nein, Kalimdor natürlich nicht, sondern östliche Königreiche. Shadowfang Keep. Quests für Horde. Deathstalkers in Shadowfang. Silverhand Forest, okay. Flare Under City. Aurga Must Die. Silverhand Forest. Warlock. Okay, Warlock sind wir keine. Okay. Einen bekommen wir in Under City, die anderen beiden beim Grabmal. Grabmal müssen wir sowieso hin, also dann gehen wir doch mal nach Under City. Ja, wieso habe ich die PvP-Leute gegrüßt? Ich habe ja ein ganz kleines PvP-Special gemacht, so in, um mal zu zeigen, wie damals PvP so ein bisschen war. Eigentlich aber mehr, um zu zeigen, wie ein bestimmter Typ Spieler. Damals war mit dem wir uns schon zu offiziellen Zeiten herumärgern mussten. Ja, das ist teilweise gut angekommen, weil natürlich auch andere Spieler drunter gelitten hatten. Teilweise nicht so gut, weil es auch Spieler gab, die gemeint haben, ja, kannst den Jungen doch nicht so bloßstellen und so weiter. Ja, und da dachte ich, äußere ich mich doch nochmal hier dazu. Jetzt muss ich aber erst noch Sid hier, der wieder wie immer auf seinem Stein sitzt, begrüßen. Na, der sitzt hier immer rum. So, begrüßen wir mal. Ich erzähl's gleich weiter. Hi. So. Happy Birthday to you. Haha. Und. Ja, da freut er sich. Jubel, jubel, freu, freu. So muss weiter. So, dann gehe ich mal wieder. Danke. Ja. Ja, es gibt ja so ein spezieller Schlag an Menschen. Ich meine, ich stelle normalerweise keine Menschen bloß. Ja, sowas. Sowas mache ich nicht. Also zumindest nicht, wenn Menschen es aufgrund von Unzulänglichkeiten oder dergleichen Fehler machen. Also ja, ich würde nicht über Menschen herziehen, die Fehler machen oder über, wie man so schön sagt, Noobs oder Bobs oder so. Ja, würde ich nicht machen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir waren alle mal Noobs. Ja, und auch manch einer von uns ist manchmal ein rechter Bob. Ja, also ja, so geht's jedem. Was ich halt auf den Teufel nicht ab kann, ist, wenn man Leute fertig macht, die eben, ja, da aus deren Augen gewisse Defizite haben im PvP, ja, die jetzt nicht so spielen, wie die Herren sich's vorstellen, ja, und dann auf ihn rumhacken, sehr auffordern, das Schlachtfeld zu verlassen und so weiter, ja, weil das finde ich dann schon wieder wirklich arrogant und auch ziemlich daneben. Ja, und ich habe es ja gesagt, viele von uns kannten solche Spiele natürlich auch von damals, vom offiziellen Server, ja, und das ist einfach keine Freude, ja. Denn vor allem bei so kleinen Servern wie diesem Server hier, schaden sie dem Server natürlich, ja. Denn wenn ich jetzt als frischer PvPler kommen würde und ich möchte gern PvP spielen und gerate dann so einen ran, ja, dann vergeht mir die Lust. Ja, und wenn ich mich dann hauptsächlich aufs PvP konzentriert habe, dann überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich da noch auf dem Server bleiben möchte. So, ich zeige euch hier mal, durch den Premium-Account können wir hier mit dem
Teleportmeister reden, der bringt uns dann rüber. Ich mache das jetzt einmal, ja. Normalerweise, wisst ihr, nutze ich den Premium mit Hilt nicht, also keine erhöhte Rate, immer noch einfach Rate wie immer. So, ich habe den angesprochen, jetzt waren wir hier quasi geportet auf die andere Seite und kommen hier wieder raus. Ja, also das ist reine Bequemlichkeit mit dem Premium-Account, schneller leveln und hier eben nicht aufs Schiff warten müssen, aber nichts wirklich Spielrelevantes. Also kein Pay-to-Win-System. Ja, wieso habe ich jetzt diesen Spieler trotzdem quasi ja, bloßgestellt, indem ich das Video hingesetzt habe und quasi gezeigt habe, was er so vom Stapel gelassen hat. Ganz einfach, weil wenn man es nicht macht, es passiert nichts sonst, ja. Es bin ja nicht nur ich, ja, ich könnte ja noch einigermaßen, ich meine, ich lache drüber, ja, ich sage, meine Güte, ne, was stört denn deutsche Eiche, wenn sich eine Wutz dran reibt, ja, aber es bin ja nicht nur ich, es sind ja auch andere Spieler, die dann unter diesen Leuten zu leiden haben, ja, weil so wie er sich mir gegenüber verhält, verhält er sich ja auch unter Garantie anderen gegenüber, von denen er meint, sie würden nicht so spielen, wie er sich das vorstellt. Ja. Ich muss natürlich sagen, es ist bestimmt nicht dieser eine Spieler nur. Ja. Es gibt garantiert auch noch andere Leute, ja, die da so abgehen. Ja, und das ist eben meine Art und Weise zu sagen, Jungs, Obacht, ja, macht die Augen auf, behandelt die Leute so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Ja? Ja. Verhaltet euch angemessen, seid nett zu den Leuten, ja. Vor allen Dingen zu den Leuten von der eigenen Fraktion. Denn wie heißt ein Sprichwort? Ja, man scheißt nicht dahin, wo man ist. Ja, oder man scheißt nicht ins eigene Nest. Sorry für den Ausdruck. Ja. Also ich finde, man sollte zumindest in der Fraktion zusammenhalten, ja, und sich nicht gegenseitig das Leben schwer machen, ja. Ich habe nichts gegen Tipps. Ja, wenn jemand meint, ich mache was falsch im PvP beispielsweise, ja, und er sagt mir, hey, hör zu, ich habe da dies und jenes gesehen, wäre es nicht eventuell besser, wenn du das so oder so machen würdest? Ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann ich das mit ihm ausdiskutieren, dann sage ich, du, nee, ich mache das so und so wegen so und so, ja. Aber erstens mal erwarte ich, dass das dann auch akzeptiert wird. Ja, natürlich, dass ich dann sage, okay, ich mache das so und so, bitte akzeptier's. Ja, und dann nicht noch drüber hergezogen wird, so, ah, oh, komm, bah, du Noob und so weiter. Ja, und ja, eben Tipps und Anregungen auf eine nette Art und Weise vermitteln. Ja, und ich meine, das Erste, was ich von ihm gehört habe, war, Todesengel, bitte verlass das BG. Ne? Ich habe ja da mit Todesengel gespielt. Aber beziehungsweise, er hat ja nicht mal bitte gesagt. Er hat ja gesagt, Todesengel, verlass das BG. Weißt du, ne? Und dann, als wir draußen waren, da angeguckt, gesehen, dass ich 3 Epics habe und sich darüber noch ausgelassen, so, ja, so nach dem Motto, wie kann man nur so spielen, wenn man 3 Epics hat. Ja, und wie gesagt, ich zeig Cheater, ich zeig Bug-User und ich zeig Menschen, die sich in dem Maße asozial verhalten gegenüber den Mitspielern. So, lass mal gucken. Stimmt, es war das Buch von Ur, die anderen beiden gibt es drüben, alles klar. Ja, und die zeige ich und damit habe ich auch überhaupt kein Problem mit, ja. Genauso zeige ich natürlich Leute, wenn ich mit Hild in die Instanz gehe, ja, die nur an sich selber denken und nicht an ihre Mitspieler, ja, die quasi die Quest-Items vor allen anderen einsammeln, weil das dann meistens genau die Leute sind, die sich dann frühzeitig verpissen, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Die haben dann ihre Quests erfüllt und auf einmal haben sie Disconnect oder sie müssen ganz dringend weg. Ja, und dann ist ihnen der Rest von der Gruppe vollkommen egal. Na? Ich sage überhaupt nichts, wenn jemand die Quest-Items alle einsammelt und dann allerdings dafür sorgt oder so lange dabei bleibt, wirklich bis auch alle anderen ihre Quests, die sie da haben, erfüllt haben. Da sage ich überhaupt nichts. Das ist vollkommen okay. Da rege ich mich vielleicht für einen Moment dann auf, aber dann sage ich im Nachhinein auch, okay, habe ich mich drüber aufgeregt, ist aber trotzdem ein anständiger Kerl, weil ist dabei geblieben, bis die anderen auch ihr Zeug hatten. Das ist fair, das ist gerecht und alles paletti. Ne? Aber wie gesagt, PvP, ich meine, ich reg mich im PvP auch auf. Ja, natürlich. Gott im Himmel, ich schimpfe in Rohrspatz. Wenn ich mal eine PvP-Session aufnehme, dann könnt ihr mich schimpfen hören. So, das habt ihr noch nie erlebt. Ja, aber ich schreie dann eben den Monitor an. Ja, und gehe nicht im Spiel die Leute an. Ja,
Das meine ich. Auch wenn es mich manchmal juckt, ja. Aber man sollte immer noch eine gewisse Form wahren eben, ja. Und wie gesagt, normal bin Leute, weil du weißt auch nicht, was für ein Mensch dahinter sitzt, ja. Das kann es sein. Guck mal, im blödesten Fall. Aber was heißt im blödesten Fall? Ja, also im blödesten Fall von der Gesamtsituation her, nicht vom menschlichen her. Überleg dir mal beispielsweise, ein geistig behinderter Mensch spielt WoW, hat Spaß, spielt gerne PvP, ja, und kann es aufgrund seiner Defizite beispielsweise nicht so gut, ja. Und dann kommt jemand an und geht ihn auf diese Art und Weise an, beschimpft ihn und ja, du Noob und du Bob und so weiter, du kannst überhaupt nichts richtig, ja. Das kann einen Menschen, besonders wenn er psychisch nicht auf der Höhe ist, ja, oder behindert ist, kann das den extrem treffen, beispielsweise, ja. Und deswegen sage ich, ihr wisst nicht, was für ein Mensch dahinter sitzt, den ihr gerade anblafft, den ihr anmacht, ja. Und ich meine, mir ist klar, dass ihr in dem Moment nicht so weit denkt, ja. Aber sollte man machen, ja. Man sollte wirklich bis 10 zählen, sich überlegen, kann ich das sagen oder kann ich das nicht sagen und was für ein Mensch ist da wirklich auf der anderen Seite, den ich jetzt so angehe. Ja? Und genau aus diesem Grund zeige ich Menschen, die eben solche Sachen machen, die andere beleidigen und beschimpfen und sie runterputzen. Ja? Weil da dann eben vielleicht, was weiß ich, vielleicht zieht es der Gildenleiter, ne, und nimmt den Menschen zur Seite und sagt, hey Junge, hör zu. Mach mal ein bisschen Piano, so bitte nicht mehr, ja? Oder eben ja seine Gildenmitglieder, ja, dass die ihn mal ins Gebet nehmen und sagen, ja, hör zu, weil sowas hat natürlich viel mehr Effekt, ja, als wenn das irgendein Außenstehender quasi sagt. Ja, da lacht er sich ein und sagt, ja, komm, lass ihn reden. Ja? Genau darum mache ich das, weil ich gerne möchte, dass die Leute anständig miteinander umgehen können und anständig miteinander spielen. Und einfach Spaß an diesem Spiel haben und nicht einander zu Leid leben. Ja, das ist einfach scheiße, den Leuten zu Leid zu leben. Ja, ich bin ein kleiner Gerechtigkeitsfanatiker und ich bin ein Harmoniemensch und ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwo Disharmonie ist. Wie gesagt, es braucht keiner irgendwie Angst oder Sorge haben, dass wenn er mit mir unterwegs ist, dass ich irgendwelche peinlichen Situationen oder so von ihm in irgendeiner Weise ausschlachte und ihn dann im Video oder so bloßstelle. Ja? Würde ich nicht machen. Würde ich nie machen. Ja? Und ich sage auch immer, wenn ich aufnehme, also wenn ich in Instanz noch so reingehe, sage ich, Leute, hört zu. Ich nehme das auf für meinen YouTube-Kanal. Ne? Guckt eben, dass er anständig seid. So, Burg Schattenfang, okay. Das war der eine. Aber wo war der andere? Man muss für das Raket brauche ich nicht unbedingt. Leilas Ring, Magistrat. Nach Brill. Warte mal, Level 20. Bleiben wir im Brachland, bleiben wir für das Leveln, fürs Normale. Ach, guck mal, da sind wir noch rot, da müssen wir sowieso noch ein bisschen leveln. Okay, Buch von Urhammer, Todespirschehammer. Arugal. Level 27. Was? Ey, Level 27. Ist das wirklich das nächste schon? Hier steht Level 22 bis 30. Dalar Dawnweaver. Steht keine Vorquests. Okay, suchen wir mal nach diesem Dornweaver. Der muss ja dann irgendwo draußen sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber was ich immer wieder sage, Leute, behandelt andere Menschen so, wie ihr behandelt werden möchtet und geht respektvoll miteinander um. Ja. Denn ansonsten kommt hier der große böse Filmer und filmt. Ja. Ach, das ist er doch, Dawnweaver. Habe ich das übersehen? Auge als Torheit.
Snidus Arugal. Ich nehme mal beide an. Warte mal hier. Arugal muss sterben. Ach hier, Arugal muss sterben, ja klar. Okay. Da haben wir drei in Rot. Die würden natürlich jetzt wahnsinnig viele Erfahrungspunkte bringen, wenn wir die jetzt schon machen würden. Aber es ist natürlich noch nicht hier levelgerecht. Ja. Gut. Bam, 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 bis das Toten scheidet. Was Grab war das da hinten? Wo war denn dieses? Ach nee, warte mal, das war hier irgendwo, ne? Wo war denn das? War das? Da, da. Okay. So, wollen wir hier mal. Das ist so ein Scheidequest beenden. 1100, sehr schön. Können wir was annehmen noch? Nö, geht nicht, oder? Öffnen. Gucken wir mal, ob noch was geht. Nein, der Sarg grüßt uns nur. Wie nett. Okay. Ruhestein haben wir in Crossroads. Sehr schön. Mal gucken. Drei Intelligenz, zwei Willenskraft. Gut, dann können wir die verkaufen. Drei Intelligenz, können wir den auch verkaufen. Leder, den werden wir auch bei Gelegenheit mal veräußern. Die wird schon im Hautpack brauchen wir nicht. Wir haben schon größere Sachen. Schwere Rüstung müssen wir auch mal verkaufen. Das ist das Leder, nochmal Leder. Nochmal Leder. Hab ich es geguckt? Zwei Ausdauer, zwei Willenskraft. Naja, das sind wir besser. Gut, also der kann auch verkauft werden. Der Stab von Okrim, 4 Intelligenz, 2. Ja, gut, da ist das besser. Zwei Ausdauer, das 5 Intelligenz natürlich besser. Der Zauberstab 17, 6. Ja, der ist besser. Den legen wir mal an. Auch wenn wir nicht so viel mit Zauberstäben arbeiten. Und das Schild können wir auch mal wegmachen. Hier Wollstoff auch. So. War da noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Eventuell? Nein. Aber wir sind ganz schön voll hier, ne? So. Wo? Da drüben. Da kann man es verkaufen. Okay. Kaufen mal die sechs Sachen da unten. Kommt schnell zur Sache. Okay. Vertraut niemandem. Nö, nö, mach ich nicht. Okay, packen wir mal da hoch. Das war ja mein Hauptding. Gut, dann würde ich sagen, porten wir uns mal nach Crossroads rüber. Und ja, werden wir hier ein bisschen weitermachen mit dem Zeug, was hier noch so zu machen ist. So. Ja, also abschließend zu dem PvP-Thema, wie gesagt, nochmal müsste man nachsehen, ja, wenn ich das so mache, wie ich das mache. Ne? Ist ja auch für die Leute auf dem Server eben, damit, wie gesagt, für Neulinge, für Noobs und so weiter, die eben unter solchen Menschen leiden, für die mache ich das. Hier habe ich mir Todesengel, die Armstehen des Gläubigen, geschickt. Die sind in wo gefallen? In Stratholmen sind die gefallen gestern. Das Video bekommt ihr auch bald zu sehen. Ja. Gut. Ja, nee, also, wie gesagt, ich hab's ja auch schon des Öfteren gesagt, ich verstell mich nicht für dieses Let's Play, ja. Ich bin so, wie ich bin. Ja, und ja, nehmt mich so, wie ich bin, oder lasst's bleiben. So ist es nun mal. Es gibt, denke ich mal, genug Let's Player, die es versuchen, wirklich jedem recht zu machen. Da gehöre ich nicht dazu. Ja. Eindeutig nicht. Ich sage meine Meinung, ich sage, wie es ist, aber ich scheue mich auch nicht vor einer normalen, gepflegten Diskussion. Ja, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Und ich bin auch bestimmt der Letzte, der auf seiner Meinung beharrt. Ja, und der sagt, nö, ich habe da die einzig gültige Meinung. Nein, sondern ich kann durchaus zugeben, wenn ich falsch liege. Überhaupt kein Ding. So, ich wollte hier eigentlich die Streuner-Klauen sammeln.
ich die bei den. Kriege ich den bei den Jägern? Ich glaube ja, oder? Ich hoffe es. Ich probiere es mal. Hier liegen ja jede Menge rum. So, jetzt haben wir aber das Thema abgehandelt. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Aber da müsste ich nochmal grüßen. Verdammt, da müsste ich echt nochmal grüßen, ja. Grizzly Armschiel. Okay, ich grüße nochmal. Wartet mal. So. Gruß. Also, mein Zwischengruß geht heute an Meister Eder und sein Pumuckl. Ja, habe ich vorhin bei YouTube wieder eine Folge mal angeguckt. Helden meiner Kindheit, ja. Meister Eder und sein Pumuckl, Löwenzahn und Sendung mit der Maus vor allen Dingen. Nebst den tschechischen Kinderserien wie Pantau oder eben die Märchenbraut. Der Kruzifix, haben die keine Streunerklauen? Warte mal, ich muss mal lesen können.